Hallo Christian, hallo Lutz. Mich hat gestern schon gesehen, das ist der Alex, mit dem ich gesprochen habe. Sag mal hallo Alex. Hallo Christian, hallo Lutz. Wir wollten euch heute einfach mal noch ein weiteres Videokommentar schicken, eine Videoantwort auf eure Anfrage. Und dazu können wir vielleicht ganz kurz einleiten, was wir hier in Braunschweig vorhaben und warum wir die Bildungsreporter brauchen werden. Und zwar wollen wir in Braunschweig die Bildungsrevolution einläuten und möchten den Studenten eben und auch natürlich der Lehrendenschaft zeigen, dass es doch auch noch sinnvollere Lehrveranstaltungen gibt, als die, die momentan hauptsächlich abgehalten werden. Und es gibt verschiedene Konzepte, die wir zum Beispiel auch von Jean-Paul und noch anderen kennen und auch von dir, Christian, vielen Dank. Und wir wissen aber noch nicht ganz genau, wie wir das flächendeckend an der Hochschule umsetzen können, wie wir die Lehrenden erreichen können, damit sie das umsetzen. Und dafür sind wir im Endeffekt, denke ich mal, angewiesen auch auf den Input aus ganz Deutschland, ob ihr dort entsprechende Konzepte umsetzt und so weiter, und sehen eben darin eine große Chance in den Bildungsreportern, um eben Beiträge auch von anderen Hochschulen zu sehen, was denn so alles passiert. Genau, und wenn es gut läuft, dann können wir natürlich auch was dazu beitragen. Also wir bieten uns jetzt quasi selbst auch als Bildungsreporter an. Das heißt, wenn ihr noch eine Station in Braunschweig braucht, wir beide sind die Personalsprechpartner. Ja, genau. Und vielleicht können wir am Anfang Ollis Ansprache von gestern einfach nochmal mit aufnehmen und dann eben mit den Negativseiten in Braunschweig anfangen. Es gibt Negative, es gibt Positive. Es gibt beides. Wir können auch gerne einen Status quo liefern und dann die Entwicklung aufzeigen in der Zukunft. Wir freuen uns auf die Bildungsreporter und auf was in Deutschland so alles passiert. Genau, also vielleicht sehen wir uns mal wieder.